In Elmshorn, eine halbe Autostunde vor den Toren Hamburgs, kam es zum OZ-Pokal-Viertelfinale. Bei schlechtem Wetter musste man zunächst einmal die Kameras polieren und die Schirme ganz weit aufspannen, so sehr regnete es. Doch trotz der widrigen Witterungsbedingungen sollte es ein toller Fußballnachmittag werden. Der Gastgeber FC Elmshorn 1920 spielte in leuchtend grün. Mit breiter Brust als Tabellenführer der Landesliga Harmonia empfing man den Favoriten SC Viktoria, derzeit Drittplatzierter in der Oberliga. Allerdings schon als Aufsteiger feststehend als einziger Verein für die Regionalliga gemeldet. Und die Gastgeber erwischten einen sehr guten Start. Jetzt hier die vierte Minute. Plötzlich ist Patrick Ziller ganz alleine vor dem Torwart. Christian Schau ohne Abwehrchance. 1:0 für den Landesligisten. Patrick Ziller, der war erst vor kurzem wieder in das Team zurückgekehrt, nachdem er sich mit Verletzungen rumplagen musste, fügt sich jetzt hier ganz toll in die erste Mannschaft wieder ein, von Beginn an auf dem Platz und direkt erfolgreich. Ein Start nach Maß also für den Underdog und der machte direkt weiter Druck. SC Viktoria, ja, Vicky war ganz schön am Schwimmen, besonders in der Anfangsphase in der Defensive. Hier der Kopfball noch entschärft von Christian Schau und dann die Flanke von Len Strömer und in der Mitte steht Timo Mäkelmann. 2:0 in der 9. Minute und dieses Tor, das wollte Timo Mäkelmann unbedingt. Wir sehen es gleich in der Wiederholung. Achten Sie auf den linken Bildrand. Noch bevor die Situation wirklich gefährlich wird, antizipiert er diese wunderbar, startet in den Raum ein und zeigt an, er will den Ball, er kriegt den Ball und macht völlig zu Recht seinen Treffer zum 2:0. Obwohl man schon 2:0 hinten lag, Vicky immer noch im Tiefschlaf, hat die Anfangsphase komplett verpennt. Mäkelmann hat hier noch die Chance auf 3:0 zu erhöhen, doch Christian Schau pariert glänzend. 19. Minute, die erste Offensivaktion von Vicky. Roger Stilz spielt hier gleich einen Pass, bei dem sich manch einer Knoten in die Beine machen würde. Und Nico Paczynski wird im Strafraum gelegt von Tim Brüggemann. Schiedsrichter Vollmers entscheidet völlig zu Recht auf Elfmeter. Und Tim Brüggemann macht seinen Fehler wieder gut, pariert dieses Ding. Eine Kampfansage des 23-Jährigen, denn sein Verein hat zur neuen Saison einen erfahrenen Keeper André Tholen verpflichtet vom Niendorfer TSV. Vicky also weiter in 0:2 hinten, vergibt diese Chance und der FC Elmshorn, der wollte aufs 3:0. Flanke und in der Mitte Jan Lüneburg scheitert am Pfosten. Es hätte sein 23. Treffer im 21. Spiel sein können. Stattdessen im Gegenzug Benny Hose, kurze Eckballvariante und ein Schlenzer aus fast unmöglichem Winkel. Sah nicht unhaltbar aus, ehrlich gesagt. Für Tim Brüggemann dennoch ein wirklich schönes Tor. Benny Hose hat eben noch den Elfmeter gegen Tim Brüggemann verschossen. Den leichten macht er nicht, den schweren umso schöner. Es schien so, als hätte sich Vicky Mitte der zweiten Halbzeit gefangen. Denn die Offensive lief besser. Rabenhorst mit schöner Spielverlagerung auf Nico Paczynski. Und Patsche versucht es einfach mal. Setzt zum Sololauf an, beschäftigt die gesamte Hintermannschaft. Und mit etwas Glück schließt er zum 2:2 Ausgleich ab. Binnen 3 Minuten von 0:2 auf 2:2. Der SC Viktoria war wieder da. Das Spiel war wieder offen. Nico Paczynski, dieser Name sollte jedem ein Begriff sein. Über 150 Zweitligaspiele, fast 30 Erstligaeinsätze. Legendär, sein Treffer zum 2:0 beim Weltpokalsieger-Besiegerspiel, wo der FC St. Pauli 2:1 gegen die großen Bayern gewann. Der FC Elmshorn ließ sich von dem Doppelschlag nicht verunsichern. Lüneburg sehenswert auf Toni Ude, ein anderes Urgestein des Hamburger Amateurfußballs. Jedoch verpasste man es, die Führung zu erzielen. FCE-Manager und gleichzeitig Elbkick-TV-Experte Eugen Igel sagte nach dem Spiel, es war wohl einer der Knackpunkte, dass man nicht mit der Führung in die Halbzeit ging. Denn dann in der zweiten Halbzeit, Benny Hose in der 51. Minute, gerade kurz nach Wiederanpfiff, Doppelpass mit Schulz, er taucht alleine vor dem Keeper auf und netzt cool ein zum 3:2. Die Führung für Vicky, Benny Hose, viertes Tor im dritten Pokaleinsatz. Der 22-Jährige, ganz, ganz wichtig für den SC Viktoria, konnte sich allerdings bei den Amateuren von Hannover 96 nicht durchsetzen. Der FC Elmshorn ließ sich von den vielen Rückschlägen zwar nicht umwerfen, doch auch der eigene Manager Eugen Igel sah in der zweiten Halbzeit einen Klassenunterschied. Der Oberligist mit der Führung im Rücken einfach zu abgezockt.
die Entscheidung in der 78. Minute. Ein Konter nach einer Ecke von den Gastgebern landet bei Stilz. Der ist viel schneller als Ömer Aygün und bleibt vor Tim Brüggemann ganz cool. Netzt ein zum 4:2 Endstand in der 78. Minute. Der mittlerweile 35-Jährige, seit 16 Jahren Fußballer, heute nicht nur Spieler, sondern auch Trainer, also Co-Trainer, Model und Journalist. Bernd Ehm, der Trainer vom FC Elmshorn, der muss sich schon ärgern. Man führt 2:0, vergibt beste Chancen auf das 3 oder 4:0 und verliert letztendlich vor 650 Zuschauern vor eigener Kulisse mit 2:4. Das ist schon bitter, aber vielleicht ein kleiner Trost für ihn, dass sein Ex-Verein, der SC Viktoria, ins Halbfinale einzieht. Mit denen feierte er 2010 den Pokalsieg. Pokalschlacht, Pokalfight. Wir sind ganz schlecht ins Spiel gekommen, 4. Minute in Rückstand geraten, 9. Minute 0:2, dann verschießen wir einen Elfmeter. Danach hat Lüneburg eine riesen Kopfballchance an den Pfosten, da waren wir eigentlich mausetot. Glücklicherweise Hose in der 27. auf 2:1, da habe ich dann wieder Hoffnung gehabt, weil wir da das Spiel besser in den Griff bekommen haben. Dann fiel das 2:2, zweite Halbzeit haben wir das sehr gut gemacht, haben das Spiel runtergespult gegen eine starke Mannschaft, die nachher kräftemäßig ein bisschen nachgelassen hat und dann nachher das 3., 4. Tor, dann war das Spiel gelaufen. Aber insgesamt muss ich sagen, ganz schweres Spiel auf dem Montagabend hier. Wir haben es aber auch nicht anders erwartet, weil die Offensive des Gegners doch eminent stark ist. Wir haben uns gut verkauft. Ich sag mal, der Sieg war natürlich letztendlich verdient. Wer weiß, wie es ausgeht, wenn wir das 3. oder auch 4. machen. Glatten Kopfball von Lüneburg und Megelmann geht alleine auf den Torwart zu. Hätte er 4:0 stehen können. Stand nicht und letztendlich haben wir dann innerhalb von 3 Minuten da den Doppelschlag gekriegt, der uns nicht umgeworfen hat. Das fand ich schon mal ganz gut. Wir haben auch in der 2. Halbzeit noch gut nach vorne gespielt, haben dann eben unsere Chancen auch nicht genutzt und letztendlich war es dann auch eine Frage der Cleverness und auch gut gespielt. Dann haben sie ruhig ausgespielt, die Dinger, und ja, da ist das eben so. Ne? 2. Halbzeit, Vicky, routiniert gespielt, war okay. Haben sie alles gezeigt, warum sie auch in die Regionalliga wollen. Und wir haben halt gesehen, wo wir nachbessern müssen, was wir seit Winter sagen. Und hat Vicky uns nur noch mal bestätigt, dass wir noch ein paar Hausaufgaben haben.